Ich bin Tobias Harbert. Ich bin Flugbegleiter für eine deutsche Fluggesellschaft, die unter anderem, also zusätzlich zu vielen internationalen Zielen, auch einige Städte in Indien anfliegt. Also man kann sich manchmal so ein paar Flüge wünschen bei uns und ich habe sie mir nicht gewünscht, muss ich dazu sagen, weil diese Schnittstelle, diese kulturelle Schnittstelle bei uns unter den Kollegen immer sehr zweischneidig gesehen wird. Also manche finden das total super, arbeiten unglaublich gerne auf den Flügen, sind unglaublich gerne vor Ort, kommen ganz toll klar mit den indischen Gästen. Andere haben sehr große Berührungsängste und kommen mit einer Magenverstimmung nach Hause und sagen nie mehr wieder. Und deswegen habe ich mich einfach immer überraschen lassen, wenn irgendwie die Flugplanung dann gesagt hat, Herr Harbert, Sie fliegen dann nach Delhi. Also es werden bei uns IKK-Seminare angeboten, das ist vom Arbeitgeber so gewünscht, damit wir uns auf elementare kulturelle Unterschiede vorbereiten können, damit wir also nicht in jedes Fettnäpfchen treten, das da zwischen Fenster und Gang steht. Trotzdem bin ich in Indien angekommen und das allererste, was mir aufgefallen ist und was mich richtig also fast schockiert hat, waren einfach diese Extreme, die ganz offensichtlich und omnipräsent nebeneinander existieren. Also von der Breitband-Internet-Werbung, unter der ein weißbärtiger Bettler sitzt in abgefressenen Hosen, sage ich mal, und daneben dran irgendwelche Schulkinder in ihrer gebügelten Uniform, die irgendwie zum Bus laufen. Und das lief alles so parallel nebeneinander, das hatte ich noch nie gesehen. Nachdem wir ein bisschen geschlafen hatten nach der Ankunft, bin ich mit ein paar Kollegen raus aus dem Hotel und wir sind halt einfach so ein bisschen Richtung Markt gefahren und wir wurden natürlich umringt von indischen Kindern, die uns alle an den Kleidern zoppelten und halt irgendwas wollten. Und meine Kollegen kannten das schon, ich kannte das nicht. Mich hat es total überfordert. Also ich dachte mir, oh Gott, ich muss die jetzt irgendwie loswerden. Ja? Und meine Kollegen haben das mit sehr viel mehr Ruhe, sehr viel mehr sehr viel mehr Selbstverständlichkeit auch. Ja? Also die gleiche Selbstverständlichkeit, mit denen diese Extreme in Indien nebeneinander existieren, mit denen haben sie halt irgendwelche Kulis verteilt oder Postkarten mit irgendwelchen Bildern aus Europa oder sonst was. Oder eine Kollegin hatte Kleider dabei für ein Waisenhaus. Also die kannten es schon und sie wussten, wie sie damit umzugehen haben. Ich wusste es nicht und ich war extrem geflasht und dachte mir, Gott, was ist das denn jetzt? Ne? Also auf vielen Flügen, je nach Flugstrecke, also nach Dauer des Fluges oder nach Himmelsrichtung, nach Flugrichtung, gibt es eigentlich immer ein relativ gleiches Servicekonzept an Bord. Nur auf Indienstrecken wird zum Beispiel in der Economy-Klasse sofort Wasser ausgeteilt. Und zwar kleine Wasserflaschen. Was ich sehr spannend finde, weil mir ist es schon häufig passiert, dass halt indische Gäste an Bord kommen und sofort nach einem Wasser fragen. Und das haben mir indische Kollegen, die haben mir das erklärt. Ja, es ist einfach eine gastfreundliche Geste. Also wenn ein Inder einen Raum betritt, wo er sich eigentlich als Gast fühlen soll, dann erwartet er auch, dass man ihm wenigstens als Geste mindestens ein Glas Wasser gibt, damit er sich willkommen fühlt. Und das muss man natürlich erstmal wissen, bevor man irgendwie sich zum 38. Mal in der Bordküche umdreht, während eingestiegen wird und Leute von allen Seiten kommen und dann jemand kommt und sagt, give me water. Wenn indische Gäste etwas möchten oder wenn sie etwas brauchen, dann tun sie das auch relativ direkt kund. Und sie insistieren auch. Aber dieses Wissen oder dieses Gefühl, das ist ja ein Fingerspitzengefühl, das kommt dann eigentlich eher wieder so ein bisschen von unseren indischen Kollegen, die dann manchmal auch sagen, just leave him for 10 minutes. Ja? Das sind ganz, ganz, ganz ultra Basics. Also der Tee muss heiß sein. Ja? Was wir an Bord den Leuten als Tee anbieten, ist für den Indern eine lauwarme Brühe. Und unsere regionalen Kollegen sagen, nein, 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 mach hier 5 Beutel rein und dann nach 3 Tassen gehst du nochmal her, kommst du nochmal in die Küche und dann gießt das Wasser ab und dann machst du 9, weil nach 5 Minuten ist das Ding kalt. Ja?
So und so wird mit dem Kopf genickt, also das heißt eher ja, und man bereitet sich jedes Mal darauf vor und trotzdem überrascht es einen jedes Mal wieder, dass man also dasteht und nicht weiß, wie hat sie jetzt meine Fragen beantwortet. Es gibt natürlich die indischen Gäste, die sehr wohlhabend sind und in der Business Class dahin fliegen, weil sie es sich leisten können. Und dann gibt es Familien, die letzten 20 Jahre gespart haben, um den Neffen in Chicago zu besuchen. Und in der Business Class hat man es dann natürlich häufiger, dass man für europäisches Servicepersonal eigentlich eher schlecht behandelt wird. Ja, also dieses, bringen Sie es weg. In der Economy Class fällt es dann einem halt auf, dass diese 90-jährigen indischen Omas, die ich eben beschrieben habe, das ist natürlich ein ganz klischeehaftes Bild, dass die sehr bescheiden sind, dass es denen fast unangenehm erscheint, dass sie von jemand anderem das Essen gebracht bekommen oder dass man ihnen irgendwie was anbieten möchte. Also die dann auch gar keinen Blickkontakt suchen und häufig abwinken oder über ihre Tochter oder über Verwandte zu einem sprechen lassen, um zu versichern, nee, man möchte nichts mehr und das ist alles gut. Ja. Was ich manchmal so ein bisschen in der Luft mitschwingen spüre auf indischen Flügen, ist, dass die deutschen Gäste sich so ein bisschen zurücknehmen, weil sie merken, oh, hier sind irgendwie über 100, 120 Inder an Bord. Ne? Also wir kriegen hier teilweise indisches Essen, wenn wir was Vegetarisches wollen. Weil es ist einfach von der Logistik dann gar nicht mehr zu sagen, dass wir irgendwie den europäischen Gästen, möchten sie lieber Pasta oder Hühnchen, ja? Klischee, aber es ist so. Und dann nochmal irgendwie ein Spezialessen, ein Asian Vegetarian für die indischen Gäste anbieten, sondern es ist halt zusammengefasst einmal westlich, einmal indisch. Vegetarisch. Und da merkt man häufig, dass die Deutschen sich dann irgendwie so ein bisschen umgucken und denken, oh wow, wir sind ja anscheinend irgendwie schon so ein bisschen auf indischem Boden. Ja? Also es passiert dann häufig, dass sie sich dann so ein bisschen zurücknehmen einfach und dass man merkt, guck mal, ja, also, ja nee, dann nehmen wir auch mal das indische Essen oder so. Und auf den Rückflügen ist es dann natürlich so, dass die ganzen Deutschen irgendwie nur das westliche Essen haben wollen. Dass sie so vermisst haben, genau. Also das ist auch eine spannende Beobachtung, wie die Inder oder wie die indischen Gäste an Bord dann die deutschen Gäste so ein bisschen an die Wand spielen. Ja? Mit ihrer Mehrheit vielleicht. Ja, mit ihrer Mehrheit und auch einfach mit ihrer Bestimmtheit. Deutsche Gäste haben nicht selten die Haltung, das habe ich bezahlt und das steht mir zu. Ja, das ist was, das deutsche, es hört sich jetzt ganz furchtbar an, wenn ich sage, das Wohlstandsdenken, aber der Deutsche glaubt einfach, er hat sich das verdient. Und manchmal schlägt es halt eben so ein bisschen ins Negative um, dass man fast schikaniert wird. Ich meine, wenn ich mich nicht anpassen würde, dann würde ich die ganze Zeit nur mit einem dicken Hals rumlaufen in Indien und mir denken, boah, ist der unhöflich. Ja? Und es fehlt uns manchmal so ein bisschen an dieser Leichtigkeit, einfach zu sagen, boah, wir müssen nicht einfach alles hier ernst nehmen. Also es fehlt uns manchmal so ein bisschen die Fähigkeit, über uns zu lachen. Dass man erstmal so ein bisschen die Komik bei sich selbst sucht. Und das habe ich bei vielen indischen Kollegen und auch bei im Kontakt mit Servicepersonal in Indien auch häufig gesehen. Oh Gott, das mache ich schon so. Du bist schon indisch im Gespräch. Nicht wirklich. Aber nach 24 Stunden Delhi und viel Kontakt mit indischen Gästen ist es mir dann auch schon mal passiert, dass ich halt eben diese gemacht habe. Ja? Und Freunde meinten dann, ja, nein. Also, es geht schneller, als man denkt. Ja? Man kann sich dem schlecht verwehren.